So, guten Morgen. Bei mir ist heute Silke Glab aus Dubai. Bist du Ja, willkommen? und mit sonnigen Grüßen aus Dubai und Ja, danke, danke. Bernd, für die Einladung. Das können wir gut brauchen jetzt hier. Bei uns gießt es gerade in Strömen. Ja? Norddeutscher Sommer. Ja? Wow. Silke, wir haben ein interessantes Thema. Du bist Coach und Psychologin, glaube ich. Ja? Ja, genau. Ja, und du machst Und interessante Dinge, dir gehört, oder du machst, arbeitest nach der Brainboss-Methode, oder? genau, also die Brainboss-Methode, die habe ich im Laufe von 15 Jahren entwickelt, durch meine Arbeit im Training- und Coaching-Bereich und auch im Beratungsbereich. Und da helfe ich Führungskräften, Experten dabei, wie sie Leistungsfähigkeit mit Wohlgefühl zusammenbringen können, wie sie beides vereinbaren können. Ah ja, das klingt ja toll, ja. Also Wohlgefühl, das ist dann, geht dabei auch um Emotionen und solche Dinge, oder? Ja, also oft ist es ja so, dass man sagt, also einerseits achtet man auf Leistung und da gibt es dann ganz spezifische Interventionen, wie man Leistung steigern kann. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, wir sind ja auch biologische Wesen, die Ja. auch Emotionen haben und dass die Leistung nicht übergeht in Burnout. Ja. Oder auf der anderen Seite, wenn wir nur über Wohlgefühl gehen, dass wir dann vielleicht auch nicht die Orientierung verlieren, was wir in unserem Leben wirklich machen wollen. Und deshalb habe ich so die beiden Begriffe, also Performance und Wellbeing gewählt, weil Wellbeing ist so ein bisschen die psychologische Seite und die Performance-Seite ist so die Consultancy-Seite. Ja. Und dann habe ich das kombiniert in psychologisches Mentoring. Ja, das ist ja spannend. Ja. Ich habe ja selber mit Führungskräften viel zu tun aus der Industrie. Ich komme ja aus der Industrie. Ja. Ich bin der Industrieexperte. Ich liebe Industrie. Ja. Und war auch lange Zeit selber in der Verantwortung als Geschäftsführer und Führungskraft oder Interim Manager, wie auch immer. Und das ist natürlich Stress. Ja. Das ist also ein Knochenjob. Stress ist auf Dauer nicht gesund. Ja. Wenn die Zahlen nicht stimmen, ist das nicht gesund, weil das bedeutet Stress. Ja, dann gibt es Erwartungen, die vielleicht nicht erfüllt wurden. Jetzt hatten wir 1,5 Jahre Corona. Ja, das weiß zwar jeder, aber die Zahlen haben dann vielleicht trotzdem nicht gestimmt. Also wir kommen aus einer schwierigen Zeit, oder? Wie ist das mit den Erwartungen? Wie geht man als Manager damit um? Ja, also das sind natürlich jetzt mehrere Sachen, die du ansprichst. Also einmal Erwartungshaltung von den Firmen selbst, aber auch noch so eine globale Geschichte, die mit allem passiert ist, was ja auch bei vielen auch Angst ausgelöst hat, Unsicherheit, was die Zukunft anbelangt. Und wenn solche Sachen passieren, lass uns noch mal bei dem Thema Stress bleiben. Ja. Unser Gehirn ist ja darauf angelegt, dass wir überleben. Das ist die reine Fun oder die ganz alleinige Funktion des Gehirns. Und das Gehirn nimmt für diese Aufgabe verschiedene Sachen wahr. Also was passiert im Äußeren, in der Umwelt, was passiert im Körper selbst. Ja. Dann wägt das Gehirn auch ab Erfahrungen, die wir gehabt haben und auch Erinnerungen. Ja. Und all diese Informationen nimmt das Gehirn zusammen und macht eine Voraussage, was als nächstes passieren wird. Und da werden auch bestimmte Verhaltensprogramme bereits ausgelöst, bevor wir es die eben bewusst wahrnehmen. Und wenn dann wir in einer Situation sind, wie zum Beispiel der Pandemie, das wird vom Gehirn als Gefahr eingestuft, ja. Erstmal als Gefahr, weil wir hören das von den Medien, wir haben vielleicht Leute im Bekanntenkreis und das wird als Gefahr wahrgenommen. Und dann wird automatisch, ohne dass wir irgendetwas tun, bereits eine Stressreaktion ausgelöst, die uns aus der Gefahrenzone rausbringen soll.
Die kommt ja, dann zu meinem normalen Stress dazu. Ja, also das und normalerweise, wenn dann die Person wahrnimmt, dass diese Gefahr vorübergeht oder das managebar ist, ja, dann reguliert sich das System wieder zurück, weil das Gehirn kann natürlich nicht die ganze Zeit effizient diese Stresshormone ausschütten. Ja. Andere Geschichte ist, es bringt natürlich auch Erwartungen mit rein. Ja, weil du angesprochen hast, Stress und die Erwartungen, die von außen an eingesetzt werden. Und jetzt muss abgeklärt werden, habe ich denn die Fähigkeit, ist es denn in meiner Kontrolle, diese Zahlen wirklich zu erfüllen? Ja, also es wird alle aus meiner Erfahrung heraus, habe ich das schon mal geschafft? Ja, oh ja, ich habe das schon mal geschafft. Also werden bestimmte Verhaltensprogramme abgerufen. Oder das Gehirn stellt fest, oh, ich habe dazu überhaupt keinen Erfahrungshintergrund. Jetzt muss ich mir schnell was Neues überlegen. Und das bedeutet alles Stress. Und dementsprechend sind manche Handlungen effizient und manche Handlungen sind nicht effizient. Und in so einer Situation ist es wirklich wichtig herauszufinden, was reitet mich denn gerade? Ja, also ich habe Erwartungen, aber ich nehme vielleicht gar nicht wahr, dass ich jetzt wirklich müde bin, dass mein Stresslevel schon so hoch ist, dass ich gar nicht klar denken kann. Ich kann in dem Augenblick gar nicht rational, das ist ja dann dieser Teil im Gehirn, wirklich rational das Problem lösen, weil Ängste mitspielen, Unsicherheiten, vielleicht noch Hilflosigkeit oder Frustration, weil ich wieder trotz dieser ganzen Situation diese Auflagen, diese Erwartungen an mich geknüpft worden sind. Und das sind emotionale Einfärbungen, wo dann das Gehirn auch wieder abwägen muss, wie verhalte ich mich denn jetzt gerade? Und dann kann man eben oft nicht die beste Leistung in dem Augenblick finden. Und es ist wirklich wichtig herauszufinden, was ist der ganze Rattenschwanz vor meinem Verhalten? Und dann abzuwägen, vielleicht bin ich jetzt so im Stress, dass ich diese Gedanken mit in den Schlaf nehme. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen. Ja? Dann ist es erstmal wichtig, dass der Körper mal zur Ruhe kommt und dass das Gehirn dann weniger Stressresponse von deinem eigenen Körper bekommt. Okay. Ja. Oder es ist auch abzuwägen, warum stressen mich jetzt diese Erwartungen so? Warum jetzt? Früher hatte ich auch diese Erwartungen. Und warum bin ich jetzt in der Situation, dass ich das plötzlich nicht mehr kann? Ja, ja, dass mich das jetzt so stresst. Ja. Und das wieder ins Bewusstsein zu bringen. Interessant. Also, wie gesagt, ich komme da ja aus der Praxis, ne? Und ich würde mal sagen, also das merkt jeder selbst, ja, wenn man im Job, wenn es nicht richtig rund läuft oder nicht mehr reicht oder so, das merkst du dann selbst, ja. Oder klar, ja, also wenn dir da die Aggression oder die Emotionen immer hochkochen in irgendwelchen Gesprächen und du dann Mitarbeiter vielleicht ungerecht behandelst, das merkt man selber. Da bin ich einigermaßen sicher. Die Frage ist nur, was man dann macht, ja, und wenn es dann heißt, ja, okay, Psychologe, dann denkt man vielleicht, okay, jetzt Psychologe oder jetzt muss ich zum Arzt oder irgendwie so, aber das ist bei dir anders, also du machst das, dieses Coaching online, oder? Ja, und das geht ja auch, also ich bin ja keine Psychotherapeutin, ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin Coach, Consultant, ich sage, ich bin jetzt auch Beraterin, ja, und ich berate dabei, wie man eben in solchen Situationen besser umgehen kann. Ja, ich hatte zum Beispiel auch Klienten gehabt, die bewusst festgestellt hat oder erst langsam hat sich so das Bewusstsein bei ihr gebildet, dass sie in Stresssituationen die Leute, dass sie lauter wird, ja, dass sie regelrecht sehr laut wird. Aber sie hatte überhaupt keine Ahnung, warum sie so reagiert. Ja. Und dann war ein Punkt eben diese Überforderung, die kannte sie von früher,
wo ihr schon früh in ihrem Leben von den Eltern Aufgaben an die Hand gegeben worden sind, die für ihr Alter wirklich zu hoch waren. Ja? Ja. Und in der Zeit konnte sie sich nicht wehren. Ja? Sie musste das Beste draus machen und sie hat funktioniert. Und jetzt hat sie Mitarbeiter, von denen sie eine Erwartung hat und jetzt funktionieren die nicht. Mhm. Ja? Und dann erkannte sie, dass sie eigentlich maßlos enttäuscht ist, ja? Obwohl sie Aufgaben gegeben hat, die nicht überfordernd sind, dass die Leute trotz alledem nicht die Leistung bringen. Ja. Und dann, dass sie auch gewohnt war aus dem Familienleben, dass jeder ein Drama draus gemacht hat. Ja? Und sie hört nur Bruchteil von Informationen und dann bildet sich sofort eine ganz dramatische Situation und darauf reagiert sie nicht, was wirklich in der Wirklichkeit passiert, sondern was das Gehirn als Prognose ihr gegeben hat. Und das ist weitaus schlimmer, als die Situation wirklich ist. Okay. Ja, das sind ja spannende Themen, Silke. Ja. Also freut mich, dass wir da mal Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Wenn wir jetzt für LinkedIn, gibt es ja so eine ziemliche Zeitgrenze. Ne? Von daher würde ich sagen, wir schließen das mal so ab, dieses Gespräch. Mhm. Würde ich auch irgendwann gerne nochmal fortsetzen, weil das ist ja wirklich spannend. Und der Link, wie man die Silke erreichen kann, den setze ich natürlich in die Kommentare. Ja. Okay. Ja, und wenn ihr Fragen habt, ihr könnt mich auch gerne anschreiben auf LinkedIn. Ich habe einmal in der Woche habe ich so Ask the Advisor und da beantworte ich dann eure Fragen. Okay, super. Also vielen Dank. Danke für deine Einladung. Vielen Dank. Ja, tschüss. 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 Bye. Ja.